Leon, schön, dass ihr am Start seid zum niegelnagelneuen Format. Wir sind heute bei Mein Döner, Dein Döner am Start. Heute in Hannover. Das Format ist ganz einfach. Wir testen drei Dönerläden, küren den Dönerkönig aus Hannover und jeder einzelne Teilnehmer wird auch den Laden des anderen bewerten. Das ist das Geile. Drückt ihnen die Meinung aufs Auge. Was ihr auch unbedingt noch wissen müsst, lasst euch nicht vom Namen täuschen des Formats. Schreibt mir sowieso mal einen anderen Namen in die Kommentare. Ich habe jetzt einfach irgendwas gesagt, weil ich nicht wusste, wie ich das Format nennen soll. Wir testen nicht nur Döner. Es werden viele Sachen getestet. Dönerläden sind inzwischen so vielfältig. Wir werden verschiedene Sachen aus den Karten bestellen. Ihr werdet gleich in der Vorstellung von den Läden merken, dass sie viel mehr haben als einfach nur ein Döner teilweise. Ich will nicht zu lang schnacken. Ich würde sagen, viel Spaß im Video. Unsere Gäste heute am Start. Nummer 1 ist Tokyat. Tokyat hat bei sich zwei Specials am Start. Kumru und Sucuk Döner. Nicht überall zu finden, will uns heute damit überzeugen. Und ich bin sehr gespannt, was der Kollege so abliefert. Nummer 2, auch von der Partie, Gökhan mit Brudis Döner. Inzwischen, glaube ich, drei Döner in Hannover. Fährt mit einem zusatzstofffreien Konzept, was ich im höchsten Maße begrüße. Bin ich dementsprechend auch sehr gespannt drauf. Nummer 3 ist Onnels Döner in Hannover, der mit einem kompletten Selfmade-Konzept besteht. Will. Also er macht wirklich alles selber, alles in seinem Laden. Das Einzige, was er nicht selber macht, ist das Fleisch. Aber auch das soll in seinen Worten natürlich höchste Qualität haben. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß im Video. Wir starten jetzt bei Tokyat. Ich möchte das Format pushen, werde ab 15.000 Likes 3x 100 Euro in den Kommentaren verlosen. Schreibt irgendwas rein. Ganz viel Glück beim Mitmachen. Mustafa, mein Lieber. Wir sind jetzt bei deinem Baby hier. Ja. Dein erster Laden? Mein erster Laden, Bruder. Mein Traum. Ich habe meinen Traum verwirklicht. Ist das immer dein Traum gewesen? Das war mein Traum. Ja? Ich habe 17 Jahre bei der Gastro gearbeitet, für andere Leute. Es war wirklich ein Risiko, aber es läuft beste Entscheidung meines Lebens. Ich bin total zufrieden, glücklich vor allem. Also Upgrade vom Lifestyle, vom ganzen Leben, Wahnsinn. Definitiv. Also ja? Wirklich super. Dann hast alles investiert, alles was du hattest. Alles auf eine Karte und geklappt. Alles weg. Freut mich. Tokyat, woher kommt der Name? Tokyat bedeutet Schlafsatt. 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 Oha. Also bei uns, quasi, wenn du reinkommst, darfst du nicht leeren Magen quasi wieder rausgehen. Okay. Weißt du, dass du das so Schlafsatt ist gut. Schlafsatt. Tokyat. Wobei ich immer sage, schlaf lieber mit leeren Magen. Eigentlich ja, aber bei uns Südländern sagt man immer so, Schlafsatt. Okay, dann gehen wir mal rein. Sehr gerne, Bruder. Bitteschön. Oh, wenn ich reingehe, könnte auch so eine coole Trendbar sein, wenn ich erstmal so in die Ecke gucke. Yeah. Also viel Charakter, viel eigene. Genau, viel aus der Heimat auch mitgebracht, ne? Weil ich sag, ey, es muss halt so ein bisschen so dieses Nostalgie-Bisschen sein und ein bisschen auch dieses, nicht dieses zu moderne, nicht dieses Standard-Klischee-Dönerladen. Ja. Ne? Nicht wie die Altgastronomen, die geben langsam an ihre Kinder, Enkel ab, sondern es soll wirklich auf Neustyle und... Genau, richtig. Okay, zwei hübsche Spieße habt ihr. Was sind das? 20 Kilo? Das ist 15 Kilo, das sind 20 Kilo, genau. Das ist Kebab-Spieß. Also, kennt sich mittlerweile damit aus, denke ich mal. Also mindestens 40%. Genau. Die Zusammensetzung von Fleisch auf den Spießen ist sehr, sehr wichtig. Wir achten nicht ständig drauf. Wenn da irgendwie was nicht passt, wir schicken es sofort wieder zurück und lassen es uns neu beliefern. Qualität ist an erster Stelle. Meine Händler sind auch schon von mir genervt, weil ich immer ständig die anschreibe oder sage, ey, das passt mir nicht so, das passt mir nicht so. Also erste Stelle, wie gesagt, Qualität, alles andere spielt keine Rolle. Okay, also ich würde sagen, wir begrüßen jetzt nochmal die anderen Gäste zu uns, gucken jeder, was wir nehmen und legen direkt los. Sehr gerne. So, herzlich willkommen bei Tokyat. Hi, grüß dich, mein Lieber. Hi, grüß dich. Grüß dich. Hi. Wie geht's dir? Schön, hier zu sein. Ja. Alles super, freut mich, euch zu sehen. Kommt gerne rein, ja. Bitteschön. Dankeschön. Let's go. Also, als ich die ganzen Gerichte auf der Karte gesehen habe, war das erstmal für mich so, oh, ist es richtig jetzt hier so, ne? Okay, wir sind in Nordstemm, kleiner Ortsteil hier, aber er kriegt das schon hin, er ist auf dem guten Weg. Starker Gastronom wird er schon. Moin, Männers. Hi. Hi. Oh, wisst ihr, was ich als allererstes gesehen habe, kurz bevor ihr reingekommen seid, gucke ich das wunderschöne Dönerbrot an. Was sagen da zwei Dönergastronomen, wenn sie das Brot sehen, was ist das Erste, was euch einfällt? Wenn ich dieses Brot da sehe, also ich sehe wirklich viel Sesam, schöne Aromen. Das ist ja so ein bekanntes Brot, sag ich mal. Wenn ich das sehe, ist ja zum Beispiel auch bei einem Sucuk-Döner, nehmen oft die Leute dieses Brot. Ja, der hat eine süße Note. Also hat so einen leichten Brioche-Geschmack. Oft, ne? Ja. Aber es ist Herkunft von der Türkei. Und ich finde es mega, dass Tokyat das hier im Produkt hat. Bin gespannt. Ich freue mich immer, wenn ich das Brot sehe. Aber das kann auch gut einscheißen, weil das kann auch gut trocken werden. Also es muss schon ein gutes Produkt sein. Und die haben ja auch Kumru und das Sucuk-Döner, ne? Und das ist Simit. Oh, interessant. Als Brot. Für die Zuschauer nochmal, dass ihr das Konzept auch nochmal versteht. Wir werden nicht all das Gleiche bestellen. Jeder kann bestellen, was er will. Vielleicht nehmen auch mal zwei Leute das Gleiche. Wir nehmen das alles nicht so ernst. Zum Schluss zählt die Gesamtbewertung. Das ist für uns wichtig. Aber ihr könnt bestellen, was ihr wollt. Ich bestelle, was ich will. Ich kenne mich selber. Ich würde wahrscheinlich überall Döner nehmen. Aber guckt euch gerne mal in der Karte um, was ihr jetzt so wählen würdet. Also, ich nehme jetzt einmal Burger. Ich lasse mich wirklich überraschen, was er mir gibt. Mach mir was Geiles. Ich will Fleisch schmecken. Ich will deinen Käse rausschmecken. Ich will auch Brot, ne? Aber so wirklich so ein Standard, klassischen. Okay. Das wäre dann Cheeseburger oder was? Genau. Wir nehmen Cheeseburger und fertig. Was nimmst du? Ich nehme Kumru. Kennt man so nur aus der Türkei. Genau.
Deswegen original. Bin ich sehr gespannt. Und ich nehme normal Döner. Ja, dann viel Spaß und wir sehen uns gleich am Tisch und werden direkt snacken. Okay. Aha, perfekt. Super. Bro, darf ich mal so ein Stück Fleisch probieren? Sehr gerne, Bruder, kannst du machen. Ja? Oh. Und was sagst du? Sehr intensiv, sehr lecker. Schön ja, fettig, mega. Wirklich sehr fettig. Gefällt mir. Danke dir, Alter. Gefällt mir. Bei unserer Würzmischung ist es so, dass es nicht so effektiv auf den ersten Biss einwirkt. Der erste Biss ist, denke ich mal, ein bisschen dezenter, ein bisschen leichter. Aber auf die Gesamtverteilung, wenn du dann den Döner gegessen hast, hast du eine perfekte, ausgewogene Mischung aus schön gewürzt, dass es sich mit dem Fleisch, also das passt sich an. Das ist unser Simitbrot. Das benutzen wir halt für Kumro, Köfte, Ekmek und natürlich auf Wunsch auch für Döner gerne bei den Kunden. Also Dankeschön, vielen, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt und ich habe riesig Hunger. Also alles klar. Ich freue mich. Let's go. Guck mir noch mal an, wie ihr das Fleisch schneidet. Sehr gerne, Bruder. Ganz wichtig ist natürlich immer diese Dicke vom Fleisch, wie das geschnitten wird, ne? Saftig. Sieht sehr, sehr gut aus. So, Männers, da sind eure Gerichte. Das ist einmal Traum. Deine Tasche. Traum. Ohne dein Kumru. Dankeschön. Und für Kanabe, der Burger. Dankeschön, meine Herren. Ja, komm, wir legen mal los, Leute, bevor das hier kalt wird. Ist das Kamerabonus? Nimm mal einmal in die Hand. Ist schon Kamerabonus. Also ich würde schon sagen, wirklich, ist Kamerabonus, ne? Wirklich, also wenn ich mir das Ganze so anschaue, sieht auch wirklich, ne? Wenn er das auch bei jedem Gast macht. Bei dem Döner, die Menge ist immer gleich. Kannst du gerne bei den ganzen Bildern gerne auch gucken. Die Fleischmenge im Döner ist immer dasselbe. Es ist kein Kamerabonus. Könnt ihr gerne auch bei Instagram gucken. Da sind die ganzen Bilder von den Kunden. Also es ist immer dieselbe Menge. Immer, die Döner sehen immer gleich aus. Ist das auch wirtschaftlich, denkst du? Oder? Ist schon ein bisschen viel. Also ich merke, also wir können gerne Waage bringen. Ich habe gerade hier knapp an die 500 Gramm. Das ist schon. Ich würde auch sagen, sogar 600 vielleicht. Was sagst du, Onay, dein erster Eindruck? Sensationell. Ja? Gesamtkonstellation, ich kenn's und es kommt an das Türkische sehr, sehr, sehr nah heran. Es ist eine Geschmacksbombe, es ist eine Explosion. Es ist halt sehr viel Fleisch, Käse. Und ich liebe Fleisch und ich liebe Käse. Also ich dachte erst, was für Ei hier oben. Nee, es ist Käse. Das ist zerschmolzener Käse scheinbar. Also es ist wirklich geil. Ja, ist ein bisschen schwierig zu essen, zerfällt von unten, ne? Fällt ein bisschen runter. Aber ist schon ein mächtiges Brett. Da musst du schon einen Riesenhunger haben, um dir das Ding zu bestellen. Also, aber es schmeckt sehr lecker. Sehr das Brot, was sagst du zum Brot? Geil. Ich hätte gerne in dem Brot mal einen Döner gegessen. Einfach um mal zu wissen, wie es ist. Also bei meinem Kumru-Brot, es ist speziell, weil ich es extra nur für mich machen lasse. Das wird so nicht verkauft. Es wird extra für mich immer vorgebacken. Es ist halt ein Sesamring als Brot. Und das ist unser Kumru-Brot, unser Köftebrot und unser Brot für Döner, dass die Kunden halt eine Auswahl haben zwischen normalem Dönerbrot und dem Kumru-Brot. Hier hast du halt auch Paprika drin. Da werde ich euch gleich was zu erzählen. Ich muss mich da mal noch mal reinflashen. Du, schon schwierig beim Döner, ne?
Paprika ist so eine Sache. So. Mhm. Also ich werde mich jetzt erstmal reinsnacken und dann werden wir mal gucken, ob noch was Gürkan zum Gürkan sagt. Ja, also Fleisch ist top, ne, sag ich ehrlich. Aber beim Brot muss er wirklich sehr schnell was ändern. Mhm. Sag ich offen ehrlich. Ja. Bei meinen Bun ist es so, dass wir französischen Brioche-Brötchen nehmen und kein TK. TK ist ein No-Go für Brot. Beim Brot muss was geändert werden. Es ist 100% ein TK-Brioche. Okay, für einen Burger, ja. Aber ist nicht so der Wow-Effekt bei mir jetzt gerade, so dass ich schieße jetzt gerade, sage, okay, ey, es ist. Also es ist wie, wenn ich ein Hörnchen für die Kinder hole. Es kann ein Premium sein, ne, TK-Premium. Aber ich würde sagen, es ist ein TK. Ja, es ist ein TK, definitiv. Dann habe ich in meiner Gastro-Szene was falsch gemacht, wenn ich sowas schon nicht merke. Sehr massig, das Bun, sagen wir so. Sehr massig. Du merkst so nicht wie bei einem frischen Bäckerbun diese feinen Poren. Ja. Okay, bin ich gespannt auf deine Bewertung zum Schluss, Memo. Ich werde mich hier nochmal reindenken müssen. Memo, sag ich mal. Ja, immer die Brüdis, ne? Memo und Gürko. Das ist mein Bruder, ist Memo. Also ich finde, wenn du es kannst, dann spricht da nichts gegen. Wir zum Beispiel machen keine Burger. Warum? Weil wir keine Ahnung davon haben. Ich mag keine Burger, ich esse keine Burger. Also wenn ich einen habe und ihn essen muss, dann esse ich ihn. Aber ich kann ihn nicht bewerten. Ich kann schlecht sagen, das ist an dem Burger besser als bei dem Burger. Smash-Burger habe ich mich noch nie mit auseinandergesetzt. Deswegen bin ich kein Fan von Läden, die alles mit auf die Karte klatschen. Das ist dann so wie ein Imbiss für mich. Und das nimmt dann die Qualität, senkt die Qualitätsstufe, finde ich, runter. Wenn du es kannst. Wir zum Beispiel haben Pizza. Warum? Weil unser Bäckermeister Pizza backen kann. Frisch, wenn der Kunde sagt, hey, eine Sucuk-Pizza, dann backt er die vor seinen Augen frisch, weil er es kann. Ich finde es nicht schlimm, ich finde es aber auch nicht gut. Ich halte wirklich nichts von diese vieles auf der Karte. Man muss sich wirklich schon so fokussieren auf wirklich genau auf gezielte Sachen. Das habt ihr beide, ne? Ihr habt nur Burger-Döner, das war's, ne? Das war's, Burger-Döner. Mhm. Wir haben Fingerfoods, aber Fingerfoods haben wir auch deswegen eingeführt, weil die Gäste, die wollen ja auch noch mal was anderes haben, so ein bisschen snacken vorweg und hin und her. Okay, also dann geben wir Musti mal ein Feedback. Wundert euch nicht, dass ich noch nicht zu viel gesagt habe. Ich werde gleich extra noch mal ein paar Worte zum Döner verlieren. Ja. Und dann holen wir mal Musti zu uns. So. Moin Musti, grüß dich. Wir wollen dir eben ein kleines Feedback geben, nur anteasern. Die finale Bewertung kriegst du später. Ja. Nur ein, zwei Worte, Jungs. Gesamtkonzept hat mir gut gefallen. Es hat mir wirklich gut geschmeckt. Eher was an Kritikpunkten, was aber relativ harmlos ist. Ich finde, es ist zu viel Sauces. Es ist, wirkt sehr, sehr massiv. Und ja. Klar, ich liebe Fleisch. Ich könnte mich da reinlegen. Aber wenn du nur in Fleisch beißt, also wirklich in Sauces, weil Sauces ist ja noch mal ein bisschen was anderes. Da schmeckst du ja richtig dieses... Ja. Diesen Eigengeschmack. Ist es vielleicht ein bisschen too much? Mir hat ein bisschen Sucuk gefehlt. Ich liebe Sucuk. Vielleicht nochmal dieselbe Anzahl an Sucuk-Stückchen nochmal drauf. Okay. Aber dafür vielleicht ein bisschen weniger Sauces. Ja. Und Gewürzgurken. Die Verteilung hat mir nicht so gut gefallen, weil ich sehr viel Fleisch und dann hast du mal ein Stückchen von einer Gewürzgurke. Ja. Also die Konstellation der Zutaten vielleicht ein bisschen sonst ist das echt lecker gewesen. Sehr, sehr lecker. Brot, super lecker. Mayo, Ketchup, die Kombi ist natürlich basic, aber super lecker. Gürkan, was hast du? Ja. Bei mir. Ich sag, wenn ich dir irgendwas mitgeben kann, ne, ändere sofort dein Brötchen. Sofort. Drastisch. Und du wirst es selber merken, die Gäste werden davon wirklich überfreut sein. Mit dem Brot haken wir noch hinterher, da sind wir noch ein bisschen am Experimentieren und dann probieren, da wir noch kein perfekteres Brot gefunden haben als das aktuell. Dein Fleisch, ich habe extra so aufgemacht, sogar Fleisch genommen, dein Fleisch ist mega geil, sag ich dir. Ne? Schön saftig, ne? Außen leicht crunchy. Beim Käse ist so eine Sache, der eine sagt so, der andere so. Ich bin ein Freund vom Schmelzkäse. Die Produkte sind geil, schön hier Lollo Bionda, haben wir hier Tomate, schön fresh. Aber ich habe dann irgendwann aufgehört wegen dem Brot, weil Brot ist A und O. Also du hattest das Gefühl, das war so ein TK. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, es ist 100% TK. Das ist TK-Buns, ja, genau. Alles klar. Dein Döner. Also erstmal, dein Döner, ich habe keinen Fehler gefunden. Ne? Ich habe keinen Fehler, es ist ein grundsolides Produkt. Also wirklich, ich habe viele Döner, wo ich danach sage, pass mal auf, ey, da hier, komm, mach mal das Brot hier oder wie du sagst, dann war das TK oder... Also es war wirklich erstmal ein grundsolides Ding und durchweg lecker. Und von dem Aspekt, glaube ich, hast du keinen Kunden hier, der danach unzufrieden ist. So. Also grundsolide rausgehauen. Es war aber auch zugleich Kategorie Döner und die Zuschauer haben es gemerkt bei meinem Essen. Ich habe relativ wenig erzählt, weil mir dieser Trumpfmoment gefehlt hat. Es war der Moment, wo ich sage, oh Leute, hier, und wenn ihr das probiert hättet, wo die Euphorie losging, der hat gefehlt. Es war einfach durchweg ein solides Teil. Paprika hat mich sehr überrascht, wenn ich gleich in der Einzelbewertung noch mal was zu sagen. Okay. Aber haben auf jeden Fall nicht gestört. Ich dachte erst, sie stören, aber sie haben nicht gestört. Deshalb das erstmal von mir. Bewertung hörst du nachher, Musti. Danke dir, alles Gleiche. So, super. Super, ich danke dir. Vielen Dank. Vielen Dank. Feedback erhalten auf jeden Fall. Mega. Bin zufrieden, sag ich dir ehrlich. Ich freue mich, dass sie da waren. Ich freue mich, dass sie ihre ehrliche Meinung dazu abgegeben haben. Also kann man gut mitarbeiten auf jeden Fall.
glaube, es ist eine solide, ich bin mir eigentlich relativ sicher, es ist eine solide 8,5, weil es mich geschmacklich tatsächlich echt umgehauen hat. Es ist ein geiler Geschmack, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wenn da nicht diese ganzen Abers wären, würden wir sogar noch weiter oben liegen, weil es einfach echt geil geschmeckt hat. Das Brot hat sehr viel ausgemacht. Dieses Simit-Brot gibt dir so ein Gefühl, als würdest du in der Türkei sitzen, auf der Terrasse ganz entspannt und dein Kumru essen. Sehr lecker, zu viel Sosis. Wir haben uns auch gerade draußen nochmal darüber unterhalten. Da ist ein Bild abgebildet vom Kumru, da ist weniger Sosis drauf. So wäre ja wahrscheinlich perfekt gewesen. Vielleicht ist das jetzt der Bonus, was man überhaupt nicht übel nehmen kann. Aber Gesamtkonstellation trotz dessen sehr, sehr gut. Bisschen zu wenig Gewürzgurken, bisschen zu wenig Sucuk und dafür ein bisschen zu viel Sosis. Sonst sehr, sehr lecker. Ja, wenn ich bewerten sollte, würde das Ganze auf eine 6 gehen und er will ja auch sehr schnell was unternehmen zum Brot und ich werde auf jeden Fall ihn nochmal hier persönlich besuchen und nochmal das Ganze testen. Also ich muss erstmal sagen, ich feiere das Format hart, feiere es sehr hart. Ich weiß ja auch nicht, was die anderen gegeben haben, ich werde es jetzt ganz am Ende erfahren. Meine Bewertung, ihr Lieben, ist kurz und knapp, genauso wie ich mich gehalten habe beim Essen, weil es einfach so war, wie ich es vorhin erwähnt habe, gab nichts Besonderes. War frei raus, einfach ein Standarddöner. Es war ein Standarddöner. Ich kann euch nichts Besonderes dazu sagen. Das Einzige, was special war, irgendwo waren die Paprika, die ich aber wenig bis gar nicht gespürt habe. Du hast sie vom Biss gespürt, die haben nicht gestört, die waren nicht gut, nicht schlecht. Ich gebe einfach frei raus 7 Punkte, ohne viel sagen zu können. Es ist manchmal so, wie es ist. Ich kann euch nicht immer einen Vortrag halten. Ich würde sagen, wir gehen rüber zum nächsten Laden und gucken, ob da nochmal ein richtiger Banger auf uns wartet. Jetzt testen wir deinen Laden, hast du ein bisschen mulmiges Gefühl auch, dass jetzt vielleicht bei dir denn auch Kontra kommt, oder? Also es wird bestimmt Kontra kommen, es kann ja nie alles allem jedem gefallen, aber das ist in Ordnung. Ich bin sehr überzeugt von meinem Produkt, von unserem Konzept und deswegen freue ich mich. Ich bin endlich mal gespannt, was du sagst, was die Jungs sagen und ich freue mich einfach. Ja, ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein, nicht lang schnacken, schauen uns das Ganze mal an. Jawohl. Ich habe schon gehört, deinen Chicken Döner steckst du selber? Genau. Ach ehrlich? Mein Meister, ja. Dein Motto, womit ich dich angekündigt habe, war auch, ihr macht alles selber. Alles so, ne? Nicht, 90%. 90%, ja. Was ist denn so das, was ihr noch selber macht, wo du mit trumpfen kannst? Wir machen die Salate alle hinten frisch selber jeden Tag, von morgens bis abends. Wir haben die Krautmaschinen, wir machen, wenn wir mal auf die Karte schauen, die Suppe selber, Mante machen wir selber, Milchreis machen wir selber, Zigarrenbörek machen wir vor den Augen der Kunden auf Bestellung, Haidari, Bulgur, Tzatziki, Esmer machen wir alles selber, also den Reis, gebratenes Gemüse, die Pide machen wir vor den Augen selber, Lahmacun machen wir selber, Pizza machen wir selber, ja, Hähnchen stecken wir selber, so das Ganze drumherum machen wir eigentlich alles selber. Und Salat alles frisch? Salat alles hinten frisch. Wäre blöd, wenn nicht, aber... Ich liebe immer, ich frage jetzt mein Running Gag, ich muss immer nochmal fragen einmal. Ja. Dann holen wir die anderen Jungs ran. Mal schauen, was die Experten dazu sagen. Da sieht man sich wieder, mein Lieber. Herzlich willkommen. Hey. Bitte, bitte. So. Dann schauen wir mal rein, was du für uns hast. Vielleicht nehme ich jetzt erstmal Mustafa dich. Oder soll ich Musti sagen? Wie du magst. Da ich Musti sagen. Kannst du okay. Gerne sagen. Engliegende Freunde sagen gerne Musti zu mir. Also Musti, du bist noch nicht zu Wort gekommen. Du darfst jetzt als erstes dir mal hier die Karte angucken. Ich habe schon gesehen, was kostet ein Döner bei dir? Bei mir kostet eine Tasche 8,50. 8,50. Hier sehe ich ein Döner, unglaubliche 5,50. Oh, nee. Und im Menü mit Pommes und Getränk 8,50. Was geht dir da in deinen Kopf vor? Wahnsinn. Wahnsinn. Wie schaffst du es eine Quali mit dem Preis auf eine Palette noch? Gar nicht. Ja, man muss dazu sagen, dass wir ja am 15.03. erst gestartet sind. Und wir haben hier in Ricklingen 7-8 Läden. Und teilweise liegen da ein paar von unter 4 Euro. Also die sind sehr günstig. Echt? Wenn du dann hier mit 8 Euro startest, schießt du dir natürlich den Boot. Ne? Die Qualität ist trotzdem gut. Ich glaube, um ein Top-Produkt zu liefern, braucht man mindestens 5 Jahre. 5 Jahre Berufserfahrung. Dann kann man wirklich dabei sein. Man muss wirklich Opfer bringen. Familie, Team, die müssen alle dabei sein. Erst dann kannst du es schaffen. Was habt ihr euch so ausgeguckt? Habt ihr ein bisschen reingeguckt? Also ich komme nicht drum rum, ich muss also Döner nehmen. Ich will auch das Fleisch probieren auf jeden Fall. Auch Hähnchen ist mir sehr wichtig. Habe ich auch er steckt selber. Ja. Er hat das sehr gelobtes Fleisch, deswegen will ich es unbedingt probieren. Fleisch. Okay, das ist gut, weil ich glaube, ich muss Geflügel-Döner nehmen. Einfach. Die machen das selber. Jetzt habt ihr aber alles mitgenommen. Du kannst Rollo nehmen. Ich will so schlicht eigentlich, so auf Fleischgeschmack kommen. Ja, ne? Aber dann kannst du perfekt ein Rollo nehmen. Das ist nur dünner Teig, ne? Dünner Teig, Fleisch. Das macht ihr selber, ne? Jufka, ja. Okay, dann nehme ich Rollo macht ihr auch selber. Mhm. Ja, den Teig machen sie selber? Okay, dann nehme ich Rolle. Rolle, Tasche, schlicht. Teller. Ja, also Rolle. Also Döner, Rolle. Rolle, Rolle, Rolle. Rolle ist Rolle. Du nimmst Rolle ran heute. Okay. Nee. Solange Musti das nicht macht mit seinem Pferdegemächt. Jetzt hat er das drin.
Ich sehe gerade, ihr macht hier schön Lavaschbrot. Und was ist denn so besonders denn so an diesem Lavasch? Was kannst du dazu sagen denn so? Ja, also. Dass es schön dünn ist. Nachdem das gleich frisch rauskommt, hast du schön knusprig, die Blasen kommen schön hoch. Okay. Da hast du ein frisches Garantiegefühl, wenn du da reinbreist. Was ich respektvoll finde, die Jungs haben hier wirklich mega wenig Platz. Und das ist wirklich eine sehr große Herausforderung. Weil letztendlich arbeiten die hier wirklich drei Maschinen manchmal, wenn hier Vollbetrieb ist, und das ist mega warm. Wir wollen jetzt mal deinen geilen Hähnchen-Döner probieren, der selbstgemacht ist, und dann schauen wir mal, was rauskommt am Ende. Let's go. Also sei mal gespannt, ne? Setzt euch bitte und dann auf geht's. So, Männers. Jawohl. Essen Nummer 1. Geht's los. Du musst aber leider mit der Hand essen. Wir haben keine Gabel und keine Besteck hier. Zeig, zeig, zeig. So, einmal Tasche, einmal Rolle. Lasst euch schmecken, Jungs. Also für mich, ihr Lieben, ich habe bestellt einen ganz normalen Döner, nur Tomaten, Eisberg, Gurke und diese Heidere, oder wie heißt? Heidere. Genau, diese modifizierte Jajik, diese Wörter. Und sein selbstgemachten Frischkäse, den er sehr angepriesen hat. Haut ihr mal raus, was ihr auch noch habt. Okay. Ich werde nebenbei schon mal reinzeigen. Schon mal rein, alles klar. Ich habe meinen Döner-Teller bestellt mit beiden Fleischsorten, weil ich unbedingt beide Fleischsorten probieren wollte. Und zwei Soßen, die er hat, die habe ich mitgenommen. Ja, bei mir ist alles super. Ne? Ich sehe hier eine Dönerrolle ohne Soßen. Ich wollte mal auf den Fleischgeschmack, weil Önner schwört auf sein Hähnchendöner. Mal gucken, was er hier zu beweisen hat. Ne? Mal gucken, ob der Taten folgen lässt. Also, wir schauen mal. Aber Fleisch gespannt. Hähnchendöner. Das ist auch eine Herausforderung, ne? Jeden Tag so viel Spieß in ein Hähnchen selber zu stecken. Mhm. Ne? Mitarbeiter. Viel Zeit und viel Geld. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich mir den Weg machen würde, noch mal herzukommen wegen dem Hähnchendöner. Weil ich weiß, dass er es selber macht. Das ist keine Gewürzbombe. Das ist, ja, wie manche so machen. Ne? Was ist dein erster Eindruck, Musi? Also Hähnchen ist echt, so wie er sagt, hat was. Ne? Lamm, ich esse zum Beispiel gar nicht Lamm, eigentlich, aber das schmeckt tatsächlich echt gut. Also von meiner Seite, Leute, ich muss mir noch ein bisschen reinschmecken. Mit dem Frischkäse, geiles Ding. Ich kann mich erinnern, wo früher bei Subway, da haben die irgendwann, ich hatte einen Kollegen, der hat immer mit Frischkäse genommen und sagt, du musst es so nehmen. Und es ist in der Tat eine coole Sache. Du hast diese Unterfütterung, wie auch beim Bagel oder so, das passt super gut mit Frischkäse, bekannte Sache, die fast jeder macht. Das gibt geilen Unterton. Ich habe am Anfang wirklich immer nur Frischkäse geschmeckt, aber ganz leicht im Hintergrund. Chicken, super dezent, trotzdem Power drin, gut gesteckt, gut gewürzt. Und zum Schluss kommt jetzt dieses Heidere, oder wie das heißt, mit dem Knoblauchmix. Also bisher bin ich begeistert. Das ist ein großer von Brot. Modifizierte Knoblauch. Ja, modifiziert. Ja, das Brot schluckt ein bisschen, da war dein Brot, sag ich dir jetzt unter uns, deutlich besser. Also ich habe mit den Jungs vor ausgiebig gesprochen und der Onne sagte auch, dass halt sein Konzept auf Selfmade basiert. Ich hätte zumindest gedacht, dass das Brot jetzt auch Selfmade ist. Also da habe ich mir ein wenig mehr versprochen. Also final nochmal zum Geschmack. Ich muss eingestehen, der hat schon gute Skills, der Döner. Also gerade zum Schluss dieses selbstgemachte Heidere, wie es heißt, Knoblauchnote. Bei dem Döner einzigartig, die Gurke vermischt sich heftig mit dem Frischkäse. Du hast die ganze Zeit als Unterton und diese bekannte Note und mit diesem Heidere. Was viele aus dem Tzatziki kennen, Gurke und Knoblauchdressing oder Gurke. Und Tzatziki ist hier noch mit dem Frischkäse so lieblich, leichte Süße. Das Brot saugt diesen Frischkäse auf, ist zum Schluss so ein bisschen Brötchen mit Frischkäse-Touch. Ja. Einzigartig. Also das ist was Besonderes für ihn. Ja. Nur das Brot, das kackt auf deutsch gesagt ein bisschen ein. Deine finalen Worte zum Dürüm? Zum Dürüm, also sein Brot, mega, habe ich ja gerade mitbegleitet, der macht das auch selber. Ne? Nur ich kann nicht bis Ende essen immer Dönerrolle. Ist für mich, die Seiten müssen offen sein, muss schön verschlossen sein mit der Alufolie, weil am Ende habe ich hier nur noch Brot und nichts mehr da. Das ist es. Ne? Du
hast die Einpackvariante. Einpackvariante ist wichtig, auch beim Dönertasche. Ne? Bist du der Gastronom mit der meisten Dönererfahrung hier von allen? Ich glaube, du hast am längsten deine Gastronomie. Also ich sag mal so, seitdem ich 16 bin, stehe ich wirklich hinterm Dönerspieß. Das wissen alle Hannoveraner, die kennen auch unsere Familie. Wir sind lange Jahre in der Gastronomie tätig. Ne? Seit ich 16 bin, jeder Hannoveraner weiß das. Wirklich? Seit ich 16 bin am Dönerspieß. Wie bei dir mit der Pferdegeschichte. Ja. Man kennt das. Jeder weiß. Okay, weißt du, wie ich gespeichert bin? Wir können alle anrufen, meine Kumpels. Ja. Ne? Weißt du, was da steht? Der 16-jährige Döner. Nein, da steht immer Gökhan Dönerci. Ich sag, ey Leute, schreibt jetzt mittlerweile Gökhan Systemgastronom. Ich will mich auch weiterentwickeln. Das ist genau wie Hausmeister. AMG Gökhan auch genannt. Nein. AMG Gökhan. So sieht's aus, Alter. Weißt du, deine AMG Gökhan? Da bin ich gespannt bei dir gleich im Laden, Gökhan, wenn wir sehen, wie das bei dir alles getaktet ist. Für die Zuschauer vielleicht nochmal, wenn ihr seht, wir schlagen natürlich manchmal über die Stränge, aber ich denke, das ist das, was das Holle-Format unterscheidet, auch noch vom anderen Format. Wir machen das alles nicht so glatt gebügelt. Ich hoffe, euch gefällt das. Wir lassen sowas drin, weil wir machen ein bisschen... So sieht's aus. Genau. Alles ein bisschen nicht so gerade geschnürt. Mutti, deine finale Einschätzung jetzt? Jawohl, ich habe beide Fleischsorten probieren können. Mhm. Das war das Gute. Ich wollte beides probieren. Hähnchen, echt, wie ihr schon gesagt habt, echt klasse. Ich probiere ihn nochmal einmal. Das gerne. Den wollte ich probieren. Da habe ich wirklich Auge drauf. Weil da keine Soße drauf war. Weil ich ohne Soße probieren soll. Da ist überall noch Soße drauf. Aber sonst echt klasse. Salat frisch, knackig, das schmeckt man raus direkt sofort. Okay. Er hat auch lustigerweise gesagt, er hat niemandem Bescheid gesagt, dass wir kommen, weil er ein weirdes Ergebnis wollte. Ob das jetzt stimmt, weiß ich, hat er gesagt. Zu den Jungs, oder? Aber was kann man dann? Er hat gesagt, jemand kommt, aber er hat gesagt, er sagt nicht mehr. Okay. Oh ne, ich werde dir mal meine Worte zuerst geben dieses Mal. Also wirklich ein einzigartiger Döner. Bei allen Dönern, die ich gegessen habe, hat der Punkte gehabt, gerade auch mit deinen Empfehlungen mit den Soßen, Welt gewesen. Auch das Fleisch, da habe ich noch nichts zu gesagt. Du merkst das natürlich, du merkst richtig das Hähnchen. Und nicht zu wenig Power. Das hat mich begeistert, weil oft wird bei so einem Self-Made-Spieß, hängt es an vielen Stellen, unter anderem, dass nicht genügend Power drin ist. Das Einzige, was den Döner runtergezogen hat, war das Brot. Da würde ich das safe eine andere Brotwahl empfehlen. Die hat ein bisschen oder deutlich Performance geklaut. Also alles, was da drin, da unten hast du einen 500 PS-Motor drin. Lässt aber auf meinem Dreirad von meinem Sohn den Rädern lässt du deinen Ferrari fahren. Der haut Sachen raus. Du schießt Sachen raus, Alter. Also ich hatte ja die Freude, beide Fleischsorten zu probieren. Wollte ich ja unbedingt, weil auch von deinen ganzen Videos und so von dir aus mal gehypt ist, auf dieses Hähnchendöner. Den wollte ich unbedingt probieren. Ist echt so, wie du es sagst. Klasse, super. Auch Salat, frisch, alles super. Das Knackige ist da. Was ich eine kleine Kritik machen kann, das ist nur für mich so jetzt. Ne? Natürlich in der Kombi im Döner, was wir vorhin gesprochen haben. Richtig. In der Tasche. Vielleicht ist es nicht so extremst. Aber auf dem Teller ist halt diese Salznote ein bisschen. Zu salzig. Genau. Das könnte durch den Kraut kommen, der sehr... Nicht Kraut, nein. Ach, Fleisch. Salat ist alles super. Aber das ist auch ganz schwierig. Auch, ne? Wenn du es jetzt rausnimmst, wärst du beim Döner zu wenig. Das ist die Frage. Das ist die Frage, Sache, genau. Deswegen musst du halt mal die Mitte halt finden. Auf dem Teller war es halt ein bisschen, die Salznote ist ein bisschen intensiv. Aber vom Fleisch, von dieses, was man eigentlich kennt, so wenn du Hähnchen isst, dieses ölige, dieses fettige Fleisch. Vielen Dank, danke schön. Freut mich sehr. Schön zu hören. Also am Salz ist es immer ein schwieriges Handling, ob Döner, ob Pizza. Auf Pizza jetzt bezogen, hast keine Salami drauf, ist zu wenig Salz, macht Salami drauf, ist zu salzig. Beim Döner, Döner-Teller zu salzig, im Brot perfekt, ist immer ein schwieriges Spiel. Also musst du irgendwie einen guten Weg finden. AMG Gökhan, jetzt nochmal. Jetzt kommt AMG Gökhan. Er hat einen neuen Namen, ne? AMG Gökhan. Hey. Hör auf. An alle da draußen, dann nur, er ist nicht nur der 16-jährige Döner-Typ, sondern AMG Gökhan. Nein. Den Schuh zieh ich mir nicht an. Also ganz ehrlich, ne? Ich habe ja viel über dein Hähnchen gehört. Auch sehr viel Negatives, ne? Aber auch sehr viel Positives. Aber auch an alle da draußen, sein Hähnchen ist mega. Sag ich dir ehrlich. Die Selfmade, wie Holle das sagt. Er ist wirklich, also ich habe nicht diese Explosion im Kopf, so dieses Hähnchen-Essen, Zusätze, so weißt du, so okay, ist wie eine Sucht. Ich muss so wie du es auch magst, ohne Zusatzstoff. Ohne Zusatzstoff. So weißt du, so Explosion, ich muss jetzt dahin, ich muss mir Döner holen, nein. Ich esse, der ist klassisch, der wird mir nicht auf den Magen schlagen, denke ich mir mal. Ne? Da ich wirklich ein starker Fan bin von Systemgastronomie und das ist so mein Aufbau, wo ich hingehe. Arbeitsabläufe, Prozeduren und solche Sachen. Ne? Ein Kritik ist nur hier drin, Dönerrolle, Seiten nicht zuklappen, am Ende habe ich nur noch Brot, sonst mega schlecht. Das nächste Mal probiere ich mit Soßen und so, das war's, mehr habe ich nicht zu sagen. Also er ist wirklich gut. 5,50, ne? Ja. Geht gar nicht. Das ist krasser Preis. Also ihr verdient nichts. Das mit dem Brot ist ein Punkt, den wir schon oft gehört haben. Es sagen einige, das Brot ist sensationell, andere wiederum sagen, das Brot ist eine Katastrophe und wenn ein Holle sagt, dass das Brot nicht gut ist, dann wird das irgendwo stimmen und das nehme ich mir sehr zu Herzen und werde da auch dahingehend was machen. Sehr schönes Feedback, hat mich sehr gefreut, sehr geehrt und bestätigt, dass wir unsere Arbeit richtig machen, dass wir auf einem guten Weg sind. So, jetzt muss ich ja wieder hier das Ganze bewerten. Also lieber Önel,
Es ist genauso, wie du versprochen hattest, dein Hähnchendöner, mega. Und für das Ganze gebe ich dir eine 8 für deinen Hähnchendöner. Ich gebe ihm ganz eine Note von, zack, machen wir so, von Erika in 9,0. Also der Döner war einfach ein Statement. Der war geradeaus, das was er hatte, hat er gezeigt und das kompromisslos. Du hast die Frischkäse gehabt, du hast dieses Heidere gehabt, ich saß wahrscheinlich die ganze Zeit falsch. Aber alles war klar zu schmecken und irgendwie clean. Selbst vom Biss, es war einfach alles natürlich geil und aussagekräftig. Das Einzige, das Brot, und deshalb gibt es Folgendes von mir. Boah, wie schreibe ich denn, ey? 7,7 Brot hat den Rest der Performance geschluckt, aber sonst war es ein ultra starkes Ding. Und den hätte ich gerne mal probiert mit einem guten Brot. In dem Sinne sehen wir uns jetzt bei Laden Nummer 3 bei Gökhan, der mit der, sag ich mal, größten Schnauze, Anführungsstrichen. Ich bin ultra gespannt wie ein Bettlaken und wir sehen uns drüben. Du wolltest gerade anfangen mit einem Satz. Was ist Brudi? Das ist einfach ein Dönerclub, ein Burgerclub, wo die Jugendlichen kommen, wo Mittelklasse kommen, auch ältere Personen kommen und gerne bei uns essen. Und das Ganze wirklich. Unser Döner-Kebab ist ohne Zusatzstoffe. Ich hatte ja schon einmal die Ehre, ich habe damals euren Burger gegessen, live im Video. Den werde ich deshalb heute nicht essen. Heute will ich überrascht werden. Ich werde safe einen Döner essen. Wir gucken uns das an. Mich lacht schon gerade der Chicken-Spieß an, oben noch schön mit Paprika drauf, ja, ne? Oh, oder was hast du da oben drauf? Ja, das ist Paprika. Ja, ja? Sehr einladend, sehr groß. Ja. Also ich finde, es ist sehr angenehm, nicht so gezwungen, nicht so eng. Okay, Gökhan, dann würde ich sagen, holen wir die anderen Jungs rein, dann gehen wir ins Volle. Ja, okay, dann holen wir mal die rein, die Jungs. So, jetzt sind wir in Hannover. Was geht? Was jetzt geht? Kommen wir zum Schluss. Ne? Hey, willkommen, Jungs, Brudi. Alles klar? Das Beste kommt doch bekanntlich immer zum Schluss, oder? Wir schauen mal, kommt mal rein, Jungs. Wir schauen mal, was dann abgeht. Hier. Moin, Jungs. So. Moin. Volle. Alles gut? Lange nicht gesehen. Moin, Bro. Grüß dich. Ja, geil. Also, Jungs, wir sind bei Laden Nummer 3, Finale. Ich hoffe, ihr seid so heiß wie ich. Ja, wir sehr. Auf jeden Fall. Karte. Mir gefallen die Farben, weil es exakt unsere Farben auch sind. Nee, ist cool. Ist schön überschaubar. Auch der Tresen ist sehr, sehr schön. Die Spieße sind massiv, wirken sehr auf einen ein. Gefällt mir. Schön, schöner erster Anblick. Ich werde auf jeden Fall, denke ich, einen Burger nehmen. Du wirst einen Burger? Ja. Ich werde auf jeden Fall einen Burger nehmen. Burger nehmen. Ja, und ich nehme wieder ganz normal Döner, und zwar mit Kalbfleisch. Ja. Wie gehabt, zusatzstofffrei. Das ist 40% Scheibe, 55 Hack und 5% Gewürz. Salz, Pfeffer, Zwiebel. Okay, also das ein klassischer Kebab und ein Döner Kebab. Klassischer Kebab. Sehr übersichtlich, sehr sauber. Guck mal, frische Zutaten. Farbe, weißt du, das bringt Farbe rein, das ist super. Komm mal mit. Ja, mit ich spiele den Spieß an. Schön Tomaten drin. Aber es ist ein Knaller, also es ist ein Game Changer, sag ich mal, beim Hähnchen. Ne? Ja. Guck mal, er hat gerade frisch runtergeschnitten. Müssen wir unbedingt probieren, gerade frisch geschnitten ist immer nochmal andere Liga. Ne? Klasse. Also echt. Keine Gewürzbombe, du schmeckst Nein. Fleisch. Perfekt. Ist gut. Kann man nicht sagen. So, jetzt haben wir genug gequatscht. Jetzt müssen wir reinhauen und mal echt probieren, oder? Willst du gleich reinbeißen, oder was? Direkt reinbeißen. Das ist, glaube ich, der, von jedem der Wunsch, einmal in den Spieß reinzubeißen, oder? Ja, einmal oder reinbeißen. Einmal reinbeißen. So, mein Messer. Ich möchte auf jeden Fall den Burger testen. Den Cheeseburger. Ich nehme einen Teller, gerne gemischt. Die Kräuter flashen mich komplett. Ich nehme Tomate, Gurke, ich nehme Weißkraut und Zwiebeln. Okay, wir nehmen Eisberg raus. Genau, Eisberg raus. Hey. Dann setzt euch mal hin, dann mache ich mal fertig. Bis gleich. Mhm.
Guten Appetit, Jungs. Also hier ist wirklich, die ganzen Gerüche, die hochkommen, gefällt mir gerade. Alles klar. Rügern, ganz kurz, euer Tzatziki, womit würzt ihr das? Das wollte ich noch fragen. Also in Knobi-Soße, wir packen als Basis, also wie gesagt, Joghurt, ne? Wasser, Salz, Minze, Dill, Petersilie, das war's. Ne? Geil, aber es ist gut abgeschmeckt so. Mhm. Ne? Dann legen wir los jetzt. Ja, okay, ja, dann bin ich mal weg, ne? Okay, lass es schmecken. Dankeschön. Dankeschön. Also schön, ne? Sag dich, wie es sein soll. Schmeckt mich auch super. Klasse. Also ich habe gerade noch mal den Gökhan gefragt, das fand ich ganz interessant, diese Joghurtwurst, die die haben. Das ist so dieser typische Joghurt-Geschmack, den ich auch aus meiner Kindheit kenne, den viele Dönerläden treffen. Und ich habe mich immer gefragt, was ist das für ein Mix? Weil die schaffen es, diese Kräuter so zu steuern, dass nicht eins raussteht. Weil manchmal ist es ja eine Dillsoße, manchmal ist es eine Minzsoße. Ja, genau. Und der hat es so fein gesteuert, dass du Dill, Minze, Petersilie, hat er gesagt, genommen. Und du hast den normalen, diesen Touch, den du kennst, den ich aus der Kindheit kenne. Und jetzt weiß ich endlich, was die Kombi ist. Das fand ich sehr interessant, gerade wo ich reingebissen habe. Nichts übersteuert, sondern alles ausgewogen. Also guck mal, bei mir auch das Fleisch perfekt gesmashed auch, ne? So wie ich es auch mache. Also es ist nicht so trocken, es ist saftig, sehr lecker. Wenn du jetzt direkt vergleichen müsstest, ist eine gemeine Frage. Besser als deiner oder schlechter? Besser wegen dem Brot. Ja? Also, stark. Also, stark, dass du das zugibst. Ja. Auf jeden Fall, weil ich bin Brot-Fan. Das Brot ist für mich wichtig. Wie gesagt, ich bin ja am Recherchieren seit Monaten wegen dem Brot auch, weil ich keinen richtigen Lieferanten finde, weil es Probleme gibt, halt nach Nordstern zu liefern. Also es schmeckt super. Tomaten sind halt Standardsachen, ne? Salat, Standard halt, ne? Aber klasse. Also ich habe einen klassischen Döner bestellt, Kalbfleisch, Tomate, Gurke, Kraut und Zwiebeln. Das war's. Und diese Joghurtsoße dazu noch. Wunderbar. Also ich habe einen klassischen Cheeseburger bestellt. Er hat bei mir auch Burger gegessen, ne? Also habe ich gesagt, komm, esse ich bei dir auch einen Burger. Klar, punkten tut man halt auch mit dem Brot auf jeden Fall definitiv, keine Frage. Also auf bis jetzt. Bei mir ein Teller, ohne Pommes, ohne Brot, ohne Soßen, Fleisch, Kalb, Hähnchen und eigentlich nur Tomate, Gurke, Mais und ein bisschen Käse, Salat. Ganz basic. Okay, dann schmeckt euch ruhig nochmal rein, ich werde mich auch nochmal reinschmecken jetzt erstmal. Also ich bin langsam bereit für ein Fazit. Klar, die Kritik habe ich halt, aber das ist halt immer auch mit der Geschmackssache, weil ich sage immer wieder, zwischen Farben und Geschmäcker kann man sich streiten. Der Punkt ist, ich mag Kalbfleisch gar nicht. In der Regel nicht meins. Deswegen würde ich auch freiwillig niemals einen essen. Dafür schmeckt er aber echt gut. Also Kalbfleisch, super lecker. Wirklich. Zergeht auf der Zunge, richtig geil. Hähnchen, leider nicht. Haut mich nicht um, ist nicht schlecht. Aber es haut mich irgendwie nicht um, weil es einfach ein bisschen außen zu krustig ist. Dass du beim Beißen die ganze Zeit diese harte Schale beißt. Geschmacklich fehlt mir ein bisschen die Würze. Bei uns ist das Hähnchen sehr gewürzt. Und das, wenn du dich daran gewöhnst, dann ist das einfach ein bisschen zu wenig Würze. Aber es ist jetzt nicht schlecht. Es ist nur ein bisschen zu krustig und ein bisschen zu geschmacksneutral. Zu wenig Intensivität. Aber solide. Salat ist ganz normal basic. Da muss ich, also ist super, ist in Ordnung. Ich habe ja auch ohne Soßen genommen, da kannst du nicht viel falsch machen. Ist top. Einzige, was ich absolut nicht mag, ist Minze, Petersilie, was auch immer alles drin ist. Ich mag es nicht. Ich mag es vom Geschmack nicht. Aber das ist ja überhaupt nicht schlimm. Ich mag einfach nur keine Minze. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich wahrscheinlich keine Tomaten, Gurken genommen. Ich habe noch nie einen Dönerladen gesehen, der so viel Kräuter in seinem Salat drin hatte. Also er hatte da Minze, Petersilie, Dill. Ist ein Spiel mit dem Feuer. Ich finde, man muss immer seinen Weg fahren und das machen, was man geil findet. Aber du schließt dir natürlich ganz viele Kunden aus, die da keinen Bock drauf haben. Gibt's das, was dir besonders gut daran gefallen hat jetzt an dem Fleisch? Ja, das Fleisch war schon wirklich gut. Bei dem etwas Trockenheitsfilling pflichte ich dir bei. Ich finde es schon sehr stark gewürzt. Ja. Also gerade diese Paprikanote peitscht richtig hart rein. Leichte Chilinote. Ich finde es schon hart gewürzt. Also ich finde außen, wenn du die Kruste auf der Zunge hast, hast du eine ordentliche Ladung Würze und mit der Zeit geht es weg. Da wird es immer neutraler und ich mag es, wenn es gleichbleibend ist. Das ist das Problem bei Hähnchen. Wenn es angebraten wird, schmeckt es intensiver. Also der Geschmack wird intensiver auf jeden Fall. Nicht wie bei Kebab oder so. Ne? Bei Hähnchen meinst du? Ja, ja. Ja, wenn es angebraten wird, wird es deutlich intensiver. Ja. Was sagst du, musst du zu deinem Burger essen? Also, was mich stört, es war lecker, Gesamtpaket war super, ich mag halt keine Zwiebeln. Und die waren halt weiße Zwiebeln drauf, ich stehe auf rote Zwiebeln zum Beispiel. Und was er schon auch bei uns im Laden gesagt hat, hat er gesagt, er benutzt anderes Käse. Ich benutze ja richtigen Cheddar-Käse, ne? Das ist ja dieses größere, dieses richtige Burger-Käse. Er hat halt dieser Toast-Käse war das. Der ist vom Schmelzfaktor, der bleibt länger auch geschmolzen. Genau, das hat mich halt eher an diesen ganz normalen Toast erinnert. Halt, ne? Ich bin Toast. Auch eher Cheddar-Fan. Seid ihr, wie es ist? Ja. Ich habe ja das Glück, dass ich der Einzige von uns bin, der jetzt Döner gegessen hat. Also ich kann wunderbar, und das finde ich geil, ich kann wunderbar heute die Döner vergleichen. Weil
diesem Döner einige Vor- und Nachteile. Also erstmal, Salat war fragwürdig aufgeteilt. Du hast oben eine riesen Salatschicht gehabt, die du erstmal runterbeißen musst. Das ist so dieser Salat. Viele machen das, das müsstest du eigentlich mit Gabel oben nochmal wegessen. Finde ich nicht die beste Lösung. Bei bestimmten Dönern geht das klar, aber war für mich ein bisschen Fremdkörperfaktor so. Wie ein bisschen Fremdkörper im Döner. Wiederum, das Tzatziki oder die Joghurtsoße war mega geil. Es war so ein typisches Ding. Oben war es noch dickflüssiger und es gibt bestimmte Döner, das hat sich so ein bisschen verflüssigt und hat sich perfekt im Döner verteilt. Das war geil. Minze bin ich auch riesen Fan inzwischen von. Fleisch war auch eher Standard einfach, Kategorie Standard. Da jetzt auch für dich wieder Lob vorhin, habe ich für dich Lob, da war dein Fleisch deutlich besser. Ich esse es halt nie, deswegen ist gerade das erste Mal seit 5 Jahren, dass ich das esse. Ja. Mir schmeckt's. Heute quasi, ne? So ja, aber dann, und jetzt das. Also ich weiß nicht, was Standard, was High Quality ist, weil für mich ist das alles relativ gleich. Deswegen, mir hat es geschmeckt, aber ich kann nicht sagen, ja gut oder weniger gut. Ich esse es nicht in der Regel. Ich kenne diesen Hersteller und ich habe diesen Spieß auch schon woanders gegessen. Ich sage jetzt nicht, von wem das ist. Da war der Welt. Nur der war ganz kurz nur gebräunt. Da ist er saftig, hat einen Fleischgeschmack, entfaltet sich. Die haben den nach Namenempfinden viel zu doll geröstet. Und da hat er in diesem Döner nicht performt. Ja, da verliert das aber auch irgendwie, dieser Anbraten. Das halt, verliert halt sofort Saft und, wie gesagt, wie du schon magst, so ein härter kauen muss. Eines der wichtigsten Sachen, wie man, ihr wisst es selber, wie wichtig ist der Bräunungsgrad des Döners. Ne? Toll ist wichtig. Also Leute, ich würde sagen, wir gehen zur Bewertung. Dann los, Attacke. Warte. Wir geben Gökhan unser Feedback. Den AMG Gökhan? Der AMG, genau der. AMG Gökhan. Also die Kritik von den Jungs, das war eigentlich alles fair mit für sich. Also über den Käse, ne, vom Mustafa. Kritik kann man sich streiten. Ne? Er mag den irischen Cheddar, ich den Schmelz-Cheddar. Bei Önnel habe ich wirklich an und für sich keinen großartigen Kritik gehört. Ne? Ist so eine Sache bei dem Hähnchendöner, kann man sich streiten wegen Gewürze und so. An und für sich war alles okay. Auch Holle sein Kritik war okay. Ne? Der direkte Vergleich zwischen unserem Hähnchenspieß und dem vom Brudis ist, dass wir unseren selber stecken. Da schmeckst du den Unterschied als Kenner direkt. Des Weiteren ist unser etwas langlebiger gewürzt, vielleicht, wenn man es so sagen kann, vom Geschmack her. Großer Unterschied, das würde ich sagen. Als Musti den Burger bestellt hat, da dachte ich, der will mir einen einwürgen. Viele dachten, ich bewerte nicht schlecht, aber ich bewerte ehrlich, wie es ist. Ne? Es war super, ne? Es hat geschmeckt. Warum soll ich was negativ bewerten? Alles super. Ehrliche Meinung von ihm, ehrliche Meinung von mir. Wir sind am Ende der Sendung angekommen. Wir küren heute den König von Hannover und wir beginnen bei dir, Musti. Erstmal so generell, ist die Spannung raus? Jetzt seid ihr ein bisschen locker oder kommt jetzt die Aufgeregtheit? Jetzt kommt die Spannung wieder rein. Es geht gerade richtig los. Ja. Also das ist auch von mir, Musti. Du bist eine Frohnatur. Du bist echt, ich sag dir, ein Sonnenschein. Deine Art und Weise, deine Laune steckt an. Also man merkt wirklich, du im Laden, das kann nur laufen. Die Leute kommen wieder. Danke dir. Und ja, du zauberst einem Lächeln auf die Lippen, wenn ich das mal so sagen darf. Danke dir. Und ich werde jetzt mal selber als erstes auf die Punkte gucken. Oh, scheiße. Oh. Also, die Bewertung vom guten Orney. Orney hat für seinen Kumru 8,5 Punkte gegeben. 8,5 Punkte gegeben. Also wirklich stabil. Gökhan hat 6 Punkte gegeben für den Burger. Ich bin immer Fan von knallhart ehrlich und ich feiere das Format in dem Sinne, weil ich nicht wusste, wie es laufen wird. Es war mein erstes Mal und ich hatte so ein bisschen Angst, dass alle sich nur den Hintern pudern und irgendwie nicht raus wollen mit der Wahrheit. Aber dann macht das Format keinen Sinn. Ihr habt alles genau richtig gemacht, das feiere ich. Der gute Holle hat der Musti 7 Punkte für deinen Döner gegeben. Also du bist auf einer Gesamtpunktzahl von 21,5 Punkten gelandet, wenn der gute Kameramann hier nicht zur auf jeden Fall Förderschule muss. Ich habe nicht nachgezählt jetzt. Ja. Und die größte Herausforderung vom Namen für mich heute. Der einzige Mann mit einem Selfmade-Konzept und zugleich dem günstigsten Döner. Dafür dicken Respekt. Du willst bald den Preis mal hochschrauben. Muss auf jeden Fall supported werden, weil bei dem Aufwand, denke ich, ist es schwer, das zu halten auf Dauer. Wir fangen an bei Gökhan. Der hat dir für den Rollo sagenhafte 8 Punkte rausgehauen. Wow. Oha, oha. Bei Mustafa wird dir jetzt ein Stift in die Hose gehen. Und ich hätte bei Musti echt deutlich besser gedacht, es zieht ordentlich runter. Aber es sind 9 Punkte. Ich küsse doch dein Herz. Dankeschön. Nein, wow. Stabile 9 Punkte. Wow. Vom guten alten Holle hast du 7,7 Punkte bekommen. Kommt es auf sagenhafte 24,7 Punkte. Dankeschön. Also sehr stabile Punktzahl. Sehr stabile Punktzahl. Und ich kann auch von mir nur sagen, das Brot umgeändert. Und du hast da gerade mit dem Hähnchen wirklich so ein Ballermann. Also das für dich, nur von mir nochmal. Jo, dein Döner bei Brudis und dein Eis bei Piero. Das musst du noch. Gökhan,
Du hast dein Herz auf der Zunge, das ist richtig. Und man merkt dein Selbstbewusstsein, du strotzt vor Selbstbewusstsein. Ich denke, viele Gastronomen können von dir lernen. Puh, die Bewertung für dich. Jetzt auch für die Zuschauer die Punktzahlen, die sie noch nicht mitbekommen haben. Du kriegst von Mustafa 8,5 Punkte. Knallharte 8,5 Punkte, das ist ein starkes Ding für deinen Cheeseburger. Also der war richtig überzeugt, richtig fair, richtig geil. Von Onnel, das bedeutet, du bist noch im Rennen für die Nummer 1. Hast du 7,5 Punkte gekriegt für den Teller. Und ich werde das jetzt alles entscheiden. Für die Zuschauer nochmal, ich habe eben nochmal Fleisch probieren dürfen. Medium, von hinten noch ganz saftig. 100% besser gewesen war das Ding. Fleischgeschmack drin, alles, also ein Knaller gewesen. Dem Fleisch geschuldet gab es von mir 7,2 Punkte für deinen Döner. Das wäre sonst mehr gewesen, 100%, weil das ist ein Knaller-Ding. Nur das Fleisch, Medium, und dann ist das ein Knaller. Also wir haben somit den König von Hannover gekürt und dafür einen dicken Applaus. Geil, Mann. Sauber. Jungs, kurz. Geil, sauber, danke. Oh, da vorne wird geblitzt. Aber. Ja, geil, Jungs, ey. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich feiere das hart. Euer Feedback ist gefragt, wie noch nie. Unbedingt reinschreiben, was ihr sagt. Lasst die Kommentare und den Daumen oben glühen. Wenn euch das Format gefällt, dann kommt das in jeder Stadt. Ich will das in jeder Stadt machen, auch nicht nur mit Döner, mit allem Kram, auf meine holle Art, nicht so glatt geschliffen. Ich denke mal, das ist um einiges geiler als das, was vielleicht einige schon kennen. Und supportet die Läden, geht da vorbei, alles in der Videobeschreibung eingeblendet, checkt das ab. Lohnt sich bei jedem einen Besuch, definitiv. Und ja, in dem Sinne wollen wir eine gemeinsame Verabschiedung machen. Auf jeden Fall. Ja, dann machen wir alle einmal die Shotgun. Lasst den Daumen oben knallen.